Besonders interessiert mich Ihre Tätigkeit für den Club of Rome. Der hatte mal, als ich jünger war, eine große Bedeutung. Dann ging plötzlich die Bedeutung zurück und jetzt kommt sie langsam wieder. Wie erklärt sich das? Also der Club of Rome hat ja damals 1972 die Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Und aus heutiger Sicht wird, glaube ich, immer noch falsch verstanden, was der Club of Rome damals eigentlich sagen wollte. Also im Vordergrund stehen immer irgendwelche Vorhersagen. Ne? Es ist kein Öl mehr da oder ich weiß nicht was. Und ach, hat der Club of Rome hat er ja Unrecht und so weiter. Und deswegen hat die Glaubwürdigkeit des Club of Rome so ein bisschen gelitten. Tatsache ist aber, dass es im Club of Rome um Systemverhalten ging. Systemverhalten. Wie verhalten sich komplexe Systeme? Und der Club of Rome hat eben gezeigt, dass Systeme urplötzlich kippen können. Ne? Also zunächst entwickeln sich Dinge so allmählich, ne? Und auf einmal ohne große Vorwarnung kippen Systeme. Ne? Und der Club of Rome hat übrigens damals auch, das ist ja jetzt über 50 Jahre her, auch schon über exponentielles Wachstum gesprochen. Ich glaube, heute wissen alle, was exponentielles Wachstum ist durch Corona. Die Dinge fangen ganz allmählich an, ja, und dann beschleunigen sie sich und auf einmal kann man sie gar nicht mehr einfangen, ne, weil sich gewissermaßen explodiert. Das waren meiner Meinung nach die wesentlichen Dinge des Club of Rome. Und ich will mal, um Ihre Frage dann auch konkret zu beantworten, einen Satz oder eine Aussage aus den Grenzen des Wachstums hier nochmal hervorholen. Da heißt es gegen Ende des Berichts, wenn die, also es fängt an, warten ist keine Option oder abwarten ist keine Option. Wenn die Bedrohung und Zwänge offen zutage treten, hat die Weltgesellschaft zu lange gewartet. Ja? Und ich glaube, in der Situation sind wir heute so ein bisschen. Wenn die Bedrohung und Zwänge offen zutage treten, hat die Weltgesellschaft zu lange gewartet. Und deswegen kommt, glaube ich, diese Bedeutung des Club of Rome oder jetzt wieder hoch. Ja. Ne?